Seit Monaten geht hier schon diese riesige Google-Fonts-Abmahnwelle umher, von der mittlerweile auch Leute außerhalb der Business-Bubble schon längst was von gehört haben. Und auch von meinen Kundinnen bekomme ich immer öfter die Nachfrage, ob denn bei Ihnen auf der Website Google-Fonts geladen werden und ob Sie da irgendwas zu befürchten haben. Ich achte natürlich darauf, wenn ich eine Website erstelle, für mich oder für meine Kundinnen, dass ich entweder Google-Fonts überhaupt nicht benutze oder dass ich sie ansonsten lokal einbinde. Falls du allerdings deine Website selbst erstellt hast oder wenn sie schon ein paar Jährchen alt ist, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass bei dir vielleicht Google-Fonts geladen werden. Kurz zur Backstory, worum geht es hier überhaupt? Google-Fonts sind, wie der Name ja schon sagt, Schriftarten, die von Google bereitgestellt werden. Und die werden wirklich überall im Internet verwendet, du hast die garantiert auch schon mal gesehen. Zu den beliebtesten zählen zum Beispiel Montserrat, Railway, Open Sans oder auch Roboto. Du hast die garantiert, da bin ich mir sehr sicher, schon mal irgendwo im Internet gesehen. Und an sich ist an den Schriftarten auch nichts schlecht bzw. nichts unerlaubt. Du darfst Google-Fonts benutzen, allerdings nur, wenn sie eben lokal eingebunden sind. Problematisch hingegen wird es, wenn sie eben nicht lokal eingebunden sind und direkt von Google selbst geladen werden. Das heißt, wenn ein Besucher auf deine Website kommt, werden diese Fonts quasi aktiviert und stellen eine direkte Verbindung zum Google-Server her. Und dadurch werden dann eben sensible Daten des Website-Besuchers direkt an Google weitergegeben. Und das ist eben problematisch laut DSGVO. Also lass uns jetzt mal ansehen, wie du herausfinden kannst, ob auf deiner Website Google-Fonts geladen werden und ob du ins Handeln kommen musst. Ich zeige dir das Ganze jetzt mal anhand einer meiner Website-Templates. So, um jetzt herauszufinden, ob auf deiner Website Google-Fonts geladen werden, rufst du deine Seite einfach über den Incognito-Modus im Chrome-Browser auf und machst jetzt hier irgendwo auf der Seite, es ist egal wo, einfach einen Rechtsklick und gehst dann hier unten auf den letzten Punkt Untersuchen. Und jetzt nicht erschrecken, jetzt sieht das Ganze ein bisschen komisch aus, wenn du noch nie diesen Code hier gesehen hast. Du wirst jetzt hier erstmal von einigen Codezeilen erschlagen, aber keine Panik, du kannst nichts kaputt machen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir wollen nämlich jetzt hier im Code nachschauen, ob irgendwo Google Fonts hinterlegt sind. Dafür drückst du jetzt die Tastenkombination Command F, beziehungsweise falls du einen Windows-Laptop hast, dann ist es bei dir String F. Und dann erscheint hier unten diese Suchleiste und hier gibst du jetzt fonts.g ein. Kannst du dann auch auf Enter drücken und du siehst, bei mir habe ich jetzt hier 0 von 0 Treffern. Das bedeutet, dass jetzt bei mir auf der Seite keine Google-Fonts geladen werden. Falls bei dir die Wörter Google oder G-Static hier irgendwo in den Treffern angezeigt werden, dann musst du jetzt allerdings dringend nachbessern, denn das heißt jetzt, dass bei dir Google-Fonts geladen werden. Du kannst das Ganze auch nochmal gegenprüfen, indem du hier oben auf den Reiter Sources klickst und auch hier dürfen jetzt nirgendwo die Google-Fonts erscheinen. Was machst du jetzt aber, wenn auf deiner Seite tatsächlich Google-Fonts geladen werden? Ich habe das jetzt hier mal nachgestellt, ich habe das jetzt bei mir aktiviert. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal auf Untersuchen draufgehen und auf Command F und dann fonts.g eingeben, dann siehst du schon, ich habe jetzt hier zwei Treffer und hier steht auch tatsächlich Google. Also hier sehen wir ganz deutlich, dass hier eine Verbindung zu Google hergestellt wird, was jetzt natürlich nicht sein darf. Und auch unter dem Reiter Sources können wir hier nochmal reinschauen. Da sehen wir auch, dass hier diese beiden Cookies quasi geladen werden, beziehungsweise die Verbindung zu den Google-Fonts hergestellt wird. Und das wollen wir jetzt natürlich vermeiden. Das lässt sich meistens ganz einfach lösen mithilfe von einem Plugin, beziehungsweise auch einer Einstellung im Divi-Theme selbst. Das zeige ich dir jetzt eben kurz. Und zwar gehst du dafür in dein WordPress-Backend und klickst hier ganz unten auf Divi-Theme-Optionen. Und hier musst du jetzt als allererstes sicherstellen, dass diese beiden Dinge ausgestellt sind. Kannst du beide auf Deaktivieren klicken setzen und dann auf jeden Fall hier unten noch Änderungen speichern. Das darfst du nicht vergessen, dass die Änderungen auch tatsächlich gespeichert werden. Und dann laden wir jetzt unser Plugin runter. Dafür gehst du zu Plugins, Installieren.
Und jetzt gibst du hier oben in der Suche einfach Disable and Remove Google Fonts ein. Und dann siehst du hier schon direkt den Treffer. Da klickst du jetzt auf Jetzt installieren. Und anschließend müssen wir das Plugin noch aktivieren. Mehr müssen wir jetzt hier auch erstmal gar nicht machen. Ich lösche jetzt hier noch einmal den Cache und dann überprüfen wir das Ganze nochmal. Das heißt, ich gehe jetzt zurück in meinen Inkognito-Modus und aktualisiere das Ganze. Und hier sind die Google Fonts jetzt schon verschwunden. Super, so wollen wir das haben. Und hier geben wir jetzt auch nochmal fonts.g ein und hier siehst du jetzt, dass ich keine Treffer mehr habe. Falls du jetzt trotzdem noch Treffer findest, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die Fonts durch irgendein Plugin geladen werden, was du installiert hast. Aber das ist jetzt ein bisschen tricky herauszufinden, woran es liegt und das dann auch alles zu beheben. Deswegen würde ich dir an dieser Stelle dann empfehlen, dass du einmal professionelle Hilfe dann aufsuchst. Am allerbesten ist es, Google Fonts, die du auf jeden Fall auf deiner Website nutzen möchtest, von vornherein, also bei der Erstellung deiner Website, lokal einzubinden. Und mit dem Divi-Theme geht das kinderleicht in ein paar Schritten nur. Also wenn du den Divi-Theme-Builder nutzt, beziehungsweise das Divi-Theme, um deine Website zu erstellen, dann schau auf jeden Fall bei meinem nächsten Video vorbei, denn da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du da die Schriftarten lokal einbindest. Tschüss, bis zum nächsten Mal!